Okay, ein ganz kleiner Interlude zu dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe und dem, was ich beim nächsten Mal sagen werde. Für die von euch, die das letzte Video nicht mehr ganz im Kopf haben, aus irgendwelchen Gründen, es ging darum, dass ich rein philosophisch der Überzeugung bin, dass besondere Monster besonders bleiben sollten. Also nicht jeder dritte Gegner sollte ein Zyklop oder Drache oder Dämon sein. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Götter als reines Story-Element existieren sollten, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Meinung, das sollte eine feste Regel sein. Götter haben die blöde Angewohnheit, irgendwie wichtig zu sein. Entweder sind sie Teil des Magiesystems oder haben die Welt erschaffen oder halten die Welt am Leben oder irgendwas in der Richtung. Und aus irgendeinem Grund hat D&D es für eine gute Idee gehalten, jeden verfickten Gott, den sie finden konnten, zu statten. Also für den Wert herauszugeben. Und wenn dein Level hoch genug ist, kannst du theoretisch mit deiner Gruppe hingehen und Zeus verprügeln oder Thor oder Loki oder wen auch immer du gerade willst. Oder du kannst diese Götter in die Kampagne einbauen. Und zwar nicht im Sinne von, ihr habt die Götter erzürnt, also müsst ihr jetzt die Champions der Götter besiegen, sondern im Sinne von, ihr habt die Götter erzürnt, also steht fucking Zeus vor euch und schlägt euch mit Donnerblitzen tot. Was wollt ihr jetzt spielen? Obwohl der letzte Part nicht wirklich stimmt. Es gab, wie gesagt, eine gute Chance, Zeus tot zu prügeln und dann sein Shit zu klauen. Der Grund, warum ich denke, sollte eine allgemeine Regel sein, dass Götter nicht auf die Welt kommen, um Sterbliche zu verprügeln, ist, dass... Nun ja, wie sage ich das? Götter besser sind als Sterbliche. Ein frisch entstandener Gott sollte trotzdem um einiges besser sein als der Großmeister aller Magiergilden der gesamten Welt. Und der Grund ist, dass Magier einfach nur sich der Energie bedienen, die existiert, während Götter diese Energie verkörpern. Götter sind eine Naturgewalt, die Person geworden ist, oder zumindest so weit Person, wie eine Naturgewalt eben werden kann. Sie sind im Grunde die mächtigsten Elementarwesen, die existieren. Also gibt es keinen vernünftigen Grund, warum es möglich sein sollte, einen Gott zu töten. Abgesehen davon, dass euer Kleriker euch wahrscheinlich umbringen wird, wenn ihr seinen verfickten Gott töten wollt. Und dass er alle seine Zauber verliert, wenn es euch gelingt. Zudem sind die Götter ein integraler Bestandteil der Welt und ihr könnt euch gerne einmal überlegen, was mit der Welt passieren wird, wenn der Gott der Fruchtbarkeit auf einmal tot ist. Allerdings gibt es eine klitzekleine Ausnahme davon und das wäre die Deus Ex Machina Variante. Und ich meine nicht, dass, nö, du darfst kein Storytelling mit Deus Ex Machina machen, sondern Deus Ex Machina im ursprünglichen Sinne, vom griechischen Theater. Ein Gott, der herunterkommt und den Abenteurern, die er ausgewählt hat, irgendwie hilft, durch Geschenke, durch Rat oder durch sonst irgendetwas. Also im Grunde so, wie es in jeder griechischen Fabel ist. Oder wenn ihr mit der nordischen Variante gehen wollt, dass die Götter ab und zu auftauchen, sich von Sterblichen ein bisschen bespaßen lassen und sich dann wieder verpissen. Allerdings ist das auch schon wieder grenzwertig und eher für, in Anführungsstrichen, geringere Gottheiten, also zum Beispiel Gottheiten von Gebieten gedacht. Und bei Göttern im shintoistischen Sinne ist nochmal alles ein bisschen anders, weil der Begriff Kami, genauso wie der Begriff Yokai, sehr allgemein ist. Kami beinhaltet alles von der Sonnengottheit, den Schöpfungsgöttern bis hin zu kleinen Gebietsgottheiten und Familiengottheiten. Also wäre es da nicht einmal unrealistisch, wenn eine Familienahne oder eine geringe Gottheit auftauchen würde, um halt direkt einzugreifen. Allerdings ist das wieder eine sehr andere Definition vom Begriff Gott. Also würde ich nicht wirklich sagen, dass das hier gelten würde. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, baut keine Götter als Gegner in eure Runde ein, außer wenn ihr wirklich den Karren genau vor die Wand scheißen wollt. Also es ist Ragnarök, der letzte Tag, der Weltuntergang oder sonst irgendetwas Spaßiges in der Richtung. Aber im normalen Alltag sollten die Götter eigentlich möglichst da bleiben, wo sie gerade sind.